Dicke Karren, hübsche Frauen, fette Yachten. What a life. Durch mein eines Projekt mache ich ca. 800.000 im Jahr. Also ich habe definitiv schon ein bisschen mehr als 1 Million verdient. Von der Supermarktkasse zum Millionär. Der Junge hier macht es vor. Es ist schon ein Traumleben, muss man zugeben. Zusätzlich werden wir einen Hollywood-Film nächstes Jahr rausbringen. Richard Büttner ist Mitte 20 und ein Star in seiner Branche. Ich würde schon sagen, dass es eine extrem, extrem inspirierende Person für mich ist. Eine Branche, die ziemlich umstritten ist. Dass man da als kleiner Privatanleger, als Verbraucher Gewinne macht auf Dauer, das ist zu bezweifeln. Insofern sollte man besser die Finger davon lassen. Wir sind unterwegs in der Welt des schnellen Geldes und der großen Versprechungen. Ich habe schon immer gewusst, dass ich viele, viele Dinge habe, die der Menschheit helfen können. Wir sind im Internet auf Richard gestoßen. Auf Instagram gibt er den Richie Rich. Privatjet, Luxusreisen, Champagnerflaschen. Seinen mehr als 400.000 Followern scheint das zu gefallen. Nur wie er an all das kommt, das verstehen wir erstmal nicht. Ja, wir haben Richard einfach mal angeschrieben auf Instagram und gefragt, ob er Bock hat, mit uns zu drehen. Und er hat zugesagt, gucken wir mal, was hinter diesen Hochglanzaufnahmen für ein Leben tatsächlich steckt. Wir besuchen ihn in Thailand. Richard hat keinen festen Wohnsitz. Das ganze Jahr jettet er um die Welt. Gerade ist er für ein paar Tage auf Phuket. Auf jeden Fall King of the Hill hier. Arbeiten, wo andere Urlaub machen, das ist Richards Motto. Hi! Hey. Da bist du ja. Hi, grüß dich. David, hi. Ja, freut mich. Da bist du aus dem Hintergrund. Das ist Philipp. Ja, hey. Wie geht's dir? Alles gut? Alles klar. Schwitze ein bisschen. Ja. Grüße dich. Hi. Ist auf jeden Fall schön hier. Also, ja, ist krass schön, wo ihr seid, Alter. Willkommen in Thailand. Zusammen mit 20 anderen hat er sich in die Ferienanlage eingemietet. Die Jungs hier gehören zu seinem Team. Richard hat sie eingeladen. Hier ist Badezimmer. Badezimmer, begehbarer Kleiderschrank. Kleiner Jacuzzi, Badewanne, was auch immer, außerhalb. Die 17.000 Euro Hotelmiete gehen auf seine Kappe. Für Richard sind das Peanuts. Und wenn deine Suche nach Glück darauf basiert, durch mein eines Projekt mache ich ca. 800.000 im Jahr. Dann durch Investments läuft es auch sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe dieses Jahr allein durch den Preisanstieg von Bitcoin knapp 200.000 Euro gemacht. Du selber? Ja. Das ist nicht wenig. Millionär bist du locker. Also ich habe definitiv schon ein bisschen mehr als 1 Million verdient, ja. Ja, und das mit 24. Ja. Richard verdient sein Geld mit Währungsspekulation. Wie genau, dazu später mehr. Auf jeden Fall bleibt ihm neben dem Job genug Zeit für ein schönes Touri-Programm. Wobei ich schnell merke, solche Ausflüge sind Teil seiner Selbstvermarktung. No. Beim Schwimmen mit Elefanten wird er von gleich 2 Kameramännern begleitet. Geteilt wird alles anschließend auf Instagram. Richards Message: Schau her, so ein Leben kannst du auch haben. Aber er versteht sich nicht als Verkäufer, sondern als jemand, der Menschen inspiriert. Ich habe schon immer gewusst, dass ich viele, viele Dinge habe, die der Menschheit helfen können, einfach meine Ansichten. Die Kernmessage ist auf jeden Fall zur besten Version von dir selbst werden. So, einige Menschen kommen vielleicht her und die reiten lieber auf den Elefanten, anstatt herzukommen und sich um die Elefanten zu kümmern, sie zu füttern und mit ihnen zu baden und einfach wirklich Freundschaften auch mit Tieren aufzubauen. So, ja. Er hat auf jeden Fall seine Freude an den Elefanten. Ganz beseelt ist er von den Dickhäutern. Richard, der macht ja ziemlich einen auf Businessman, aber wenn ich den dann hier mit dem Elefanten spielen sehe, dann merke ich eher, wie jung der noch ist. Ne? Der ist 24 und so mit diesen Elefanten voll verspielt. Und da fällt mir echt erstmal auf, obwohl die alle hunderttausende Euro zum Teil verdienen, dass das eigentlich fast noch so Kinder sind. Das Leben als halber Insta-Promi, es bringt Vorzüge mit sich. Immer wieder wird Richard zum Beispiel von Hotels und Restaurants eingeladen. Sawadee Krab!
Und auch die Frauen hier versprechen sich etwas von seiner Reichweite. Die Models haben mal bei Thailands Next Topmodel mitgemacht. In Phuket drehen sie eine Doku-Soap. Richard und zwei seiner Kumpanen dürfen als Statisten mitmachen. Ah, so you feel like the girl is ditching the guy. So you could be like, you walk with her, right? As you want something more. You're following her. Yeah, and then... No, I don't do that shit. Oh, come on, let me kick it. I don't get... You already say yes. I don't get ditched by girls. I'm kidding. I trust you. Yeah, I trust you. No problem. Don't fuck me up. No way. Am Ende sieht das Ganze dann auf YouTube so aus. Richard hat sich durchgesetzt. Er wird nicht abserviert, sondern aufs Klo gezogen. Ich habe halt schon vorher gemerkt, so wenn du gute Vibes hast, ziehst du halt auch andere Menschen an mit guten Vibes. Wir sind halt hergeflogen und dachten uns so, hey, wäre schon cool, wenn wir hier auch vor Ort Menschen kennenlernen. Dass es dann so endet, hätte ich auch nicht gedacht, aber schon ganz cool. Richard sagt von sich, dass er ein spiritueller Mensch sei. Das ganze Bling-Bling auf Instagram und Co., all das würde ihm nicht viel bedeuten. Ja, ich meine, Social Media generell, so die Menschen tun halt so, als ob sie irgendwas Gutes tun möchten, weil sie denken, dass es vor der Kamera gut ist. Aber in echt kümmern sich denn nur um sich selbst, so viel Geld wie möglich zu verdienen, ihre Mitarbeiter nicht richtig zu bezahlen. Er denke und handle anders, sagt Richard. Manche seiner Instagram-Posts klingen fast ein bisschen kapitalismuskritisch. So schreibt er zum Beispiel, willkommen in unserer heutigen Welt, in der Geld mehr bedeutet als Familie und Gott. Erklär mir, wie passt das zusammen, dein ja doch relativ gutes Leben, was du führst, mit diesem Spruch, dass diese Sachen scheinbar viel wichtiger sind als andere Dinge. Also, wie passt das zusammen? Ja, im Endeffekt, schöne Sachen zu tragen, ist meiner Meinung nach nicht verwerflich, in schönen Hotels zu sein. Das, was die meisten Menschen nicht verstehen und deswegen auch niemals den Erfolg haben, den sie tief innen drin doch irgendwo gern hätten, ist der Punkt, dass sie denken, dass irgendwo Spiritualität und Menschen etwas Gutes zu tun und Geld zu verdienen und sich selbst das Gutes zu tun, zwei Dinge sind, die komplett weit auseinander sind. Ja, aber was sie nicht wissen, ist, dass der Dalai Lama auch Prada-Slipper trägt. Aha, wusste ich gar nicht. Keine Ahnung, wo Richard die Info her hat. Aber die Weisheit des Dalai Lamas, gepaart mit dem Geschäftssinn eines Steve Jobs, irgendwo dazwischen, habe ich das Gefühl, sieht Richard sich selbst. Der Dreh mit ihm ist allerdings manchmal ganz schön beschwerlich. Das ist jetzt der dritte Tag in Folge, dass er uns versetzt. Ein bisschen schwierig mit ihm und ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass er irgendwie uns nicht vertraut oder sich nicht, uns nicht an sich heranlassen will oder ob er nur verpeilt ist, aber für uns ist es echt schwer, weil wir hier in Thailand sitzen und mit ihm drehen wollen und es einfach nicht so richtig klappt. Aber dann klappt es doch noch. Er schickt was. Okay, Männer, kommt vorbei. US-Dollar als Beispiel. Richard zeigt uns, womit genau er jetzt eigentlich sein Geld verdient. iMarkets Live, kurz IML, heißt die Firma, für die er als selbstständiger Vertriebler arbeitet. Auf der Internetplattform sollen Menschen lernen, wie sie mit Spekulationen auf Währungen Geld verdienen können. 200 Euro kostet der Zugang zu IML im ersten Monat, etwas weniger in den darauffolgenden. Dafür gibt es Tools, Erklärvideos und angeblich heiße Tipps von Tradern. Das Versprechen, jedermann soll damit lernen können, wie man an der Börse Knete macht. Wir haben schon Leute, die im ersten Monat direkt durch das Trading sehr, sehr gut verdienen. Ja. Ja, wir haben schon alleinerziehende Mütter dazu geholfen, dass sie ihren Job aufgeben können und sich Vollzeit um ihre Familie kümmern können. Viele verschiedene Beispiele. Ja. Manche Leute brauchen aber auch länger, um das Ganze natürlich dann zu verstehen. Aber gibt es auch Leute, die damit auf die Schnauze fallen? Im Endeffekt ist es so, dass wenn du es richtig nutzt, dann nicht. Das heißt, später im Film treffen wir Menschen, die das etwas anders ist sehen. Halt größtenteils auf Gold. Mhm. Das heißt, und das ist schon eine ziemlich krasse Versprechung, also weil Börsen ja eigentlich was ziemlich Komplexes sind. Bei Richard klingt es auf jeden Fall so, als wäre das alles ein totales Kinderspiel. Keine Ahnung, ob das stimmt. Was wir haben. Reich wurde Richard durch sogenanntes Multilevel-Marketing, auch Network-Marketing genannt.
Wann immer er jemanden dazu bringt, sich kostenpflichtig bei IML anzumelden, wird Richard an dem Umsatz beteiligt, den dieser Kunde der Plattform bringt. Wenn du 3 Kunden hast, bringst du der Firma im Endeffekt einen Umsatz von, keine Ahnung, 400, 450 Euro und verdienst halt 140 bis 180 Euro im Monat passiv. Wenn du eine Organisation hast aus 12 Kunden, und verdienst du 600 bis 650 Dollar passiv, 150 Dollar jede Woche. Bei Richard sind es übrigens um die 15.000 Euro die Woche. Er verdient nämlich nicht nur an direkt geworbenen Kunden. Eine Umsatzbeteiligung gibt es auch, wenn Leute, die er zu IML gebracht hat, wiederum andere werben. Wenn seine Jungs hier also neue Kunden ranholen, verdient Richard mit. Und auch wenn diese Kunden dann irgendwann mal wen anwerben, auch dann wird Richards Team am Umsatz beteiligt. Du musst jetzt entscheiden, ob du dir was davon nehmen willst oder nicht. Ich habe damals gesagt, oh yes. Weil, stell dir mal vor, jeden Tag liegen 1.000 Euro auf deinem Tisch. Würdest du die anfassen oder würdest du sagen, nee, das ist nichts für mich. Angeschrieben werden die potenziellen Kunden meistens auf Facebook oder Instagram. Anschließend folgen die sogenannten Calls. So, du hast dich wahrscheinlich die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate oder die letzten Jahre gefragt, wie kann ich etwas in meinem Leben ändern? Ja? Du hast gesagt, du möchtest frei werden. Du möchtest etwas mehr Geld haben. Ja? Du kannst wahrscheinlich nicht hierhin fliegen, oder? Genau, das konnte ich damals vor 3 Jahren auch nicht. Vor 3 Jahren wusste ich nicht, wo ich in 5 Jahren stehen möchte. Vor 3 Jahren wusste ich nicht mal, wie ich meine scheiß Miete bezahle. Die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, sie wird hier ziemlich häufig bemüht. Scheint ja alles ganz einfach zu sein. Und um seine Verkaufscrew so richtig zu motivieren, gibt es dann noch das sogenannte Masterminden. Danke dir, Bro. Richards Thema hier, Persönlichkeitsentwicklung. Ich hab gerade voll warm geworden, Alter. Mach mal ein bisschen Musik. Und ein bisschen Übungen. Steht da auch, mein Spaß. Ja, nee, ich wollte auch mal den typischen Motivationsscheiß machen. Nee, ich freue mich auf jeden Fall extrem, dass ihr alle hier seid. Bin auf jeden Fall dankbar für das, was wir die letzten 18, 19 Monate aufgebaut haben. Ja, aber wenn wir wirklich, wirklich umfangreich Menschen einen Mehrwert bieten können, dann können wir wirklich eine Veränderung schaffen. Dafür habe ich euch auch gebeten, um loszulassen, um Platz für neue Dinge zu schaffen, dass ihr euren wichtigsten Gegenstand, den ihr im Leben besitzt, mitzubringen. Diego wird jetzt gleich rumlaufen und euren wichtigsten Gegenstand eintüten. Und so landen in dem Beutel unter anderem ein teures iPhone. Digga, dein Handy? Ja, das wird mies. Und eine wertvolle Kette. Ich sponsor dir was ein, das ist wirklich gut. Ja, Diego fährt jetzt zum Strand. Und dann die Überraschung, der Sack soll jetzt im Sand verbuddelt werden. Brauchst du noch ein bisschen Chillzeit? Ja, schon, Digga. Naja, es ist gerade schon so ein bisschen gerade irgendwie. Ich nicht. Boah. Aber ich weiß ganz genau. Kommt auf jeden Fall erstmal nicht so gut an, der Motivationskniff mit dem Loslassen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass viele von euch auch gerade an einem Punkt sind, wo sie sich zu sehr an das, was sie aktuell haben, klammern. Und dadurch nicht offen und bereit sind für neue Sachen. Also ich kann Richard nach fast 1,5 Stunden Masterminden irgendwann nicht mehr so richtig folgen. Aber seine Bros, die finden es klasse. Und das, obwohl das iPhone weg ist. Jetzt hast du, glaube ich, sein Telefon da gerade in diese Kiste geschmissen. Ja, genau. Schlucken. Wie geht's dir damit gerade? Tatsächlich geht es mir extrem gut. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte echt voll keinen Bock darauf, ja, wenn ich dieses Handy wieder sehen würde. Also ich freue mich deswegen, dass es passiert ist, weil jetzt kann ich halt wie so eine Art Reset machen. So von vorne wieder beginnen. Das finde ich geil. Sag mal, was ist Richard für dich? Also ist ein Mentor, ja, wie würdest du ihn bezeichnen? Ich würde schon sagen, dass es eine extrem, extrem inspirierende Person für mich ist. Er bringt mich auf jeden Fall jedes Mal auf eine viel, viel höhere Frequenz. Ja, und ich habe dank ihm schon extrem viele krasse Sachen gelernt. Ja, oftmals lerne ich von ihm auch Sachen, die ich eigentlich gar nicht verstehe. Es ist echt schwierig zu beschreiben, was er für eine Person für mich ist, aber auf jeden Fall eine Person, die einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich und mein ganzes Leben mit sich bringt.
Ach so, der Beutel ist übrigens nicht wirklich verbuddelt worden. Die Jungs haben ihr Zeug alle wiederbekommen. Um neue Kunden zu gewinnen, laden Richard und seine Kollegen regelmäßig zu Veranstaltungen. So wie hier nach Zürich. Das Publikum ist ziemlich jung, die meisten hier sind um die 20. Richards Geschäftspartner Miguel erklärt ihnen, wie iMarkets Live funktioniert. Und er berichtet davon, wie er durch einen Bekannten auf das Business aufmerksam gemacht wurde. Dann hat er gesagt, was sind deine Zweifel? Warum zweifelst du an dem Ganzen? Warum denkst du, dass es nicht funktioniert? Dann habe ich gesagt, ja, das hört sich viel zu schön an. Warum soll man da noch arbeiten gehen? Warum macht das nicht jeder? Das kann doch gar nicht sein. Dann hat er zu mir gesagt, und das werde ich nie in meinem Leben vergessen, er hat zu mir gesagt, hey Miguel, wenn du wissen willst, wie eine Coca-Cola schmeckt, was musst du dann machen? Sie probieren. Und dann konnte ich nichts mehr sagen. Da habe ich das Geld genommen, bin gestartet und habe das Ganze ausprobiert. Also heißt, ich habe angefangen zu traden, meine ersten Profite gemacht, mein erstes Minus gemacht, immer mehr dahinter gestiegen. Und irgendwann mal habe ich mehr Geld verdient, von morgens bis um 12 Uhr mittags, als meine Mom den ganzen Tag arbeiten war. Nur mit dem Smartphone. Auch bei Miguel klingt das jetzt alles wieder total einfach und unkompliziert. Es folgt der Auftritt vom Stargast des Abends. Viele Leute sind heute extra wegen ihm angefahren und wollten einfach nur zuschauen, wie er redet, was er sagt. Weil er ist auf jeden Fall ein Vorbild und ein Idol für sehr, 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 sehr viele Menschen da draußen. Und glaub mir, für die Leute, die hier neu sind, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich edify gerade einen Gott. Ja, das tue ich. Wartet einfach, bis er fertig ist mit Sprechen, okay? Und zieht euch sein Lifestyle-Video rein, das ist auf jeden Fall brutal krass. Und dann ist es an Richard, die Werbetrommel für IML zu rühren. Viele Leute verstehen einfach nicht diese Industrie und das, was wir tun, dass es sehr, sehr viel Gutes schafft. Gutes wie zum Beispiel den Vergütungsplan von iMarkets Live. Auch da schmeißt Richard wieder mit ziemlich fetten Zahlen um sich. Ja, die Topverdiener in der Firma machen aktuell sechsstellig die Woche. Ja, das sind Zahlen, die ich mir damals, als ich vor 5 Jahren Online-Marketing kennengelernt habe, gar nicht vorstellen konnte. Anschließend gibt es eine Fragerunde. Ein junger Mann will wissen, wo Richard das alles gelernt hat. Ich habe hunderte Bücher angefangen zu lesen, selten Ende gelesen. Ja, aber die wichtigsten Informationen, die stehen auch immer relativ früh am Anfang in einem Buch. Weil wenn man ein Buch schreibt, dann möchtest du natürlich auch, dass der Leser am Ball bleibt und dass du viele Informationen am Anfang gibst, weil viele Leute Bücher nicht bis zum Ende lesen. Das weiß ich halt. Und deswegen schaue ich halt, dass ich so viele Bücher wie möglich lese. Gemeinsam auf einen Test vorbereitet werden. Und dann berichtet Richard noch von seinen Plänen fürs nächste Jahr. Eine Frucht vom Baum holen. Also ich werde jetzt für IML den Charity Part übernehmen, den wir Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres launchen. Und da ist mein Ziel, 50 bis 100 Millionen nächstes Jahr zu raisen für gemeinnützige Projekte. Dann zusätzlich werden wir mit 2 Geschäftspartnern von mir einen Hollywood-Film nächstes Jahr rausbringen. Möchte Immobilien auf jedem einzelnen Kontinent haben, um meine Familie abzusichern. Meine aktuelle Familie, meine zukünftige Familie. Definitiv Schulen bauen. Hat er sich ja gut was vorgenommen, der Richard. Die Crowd hat er mit seinem Vortrag auf jeden Fall überzeugt. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Abend. Ja, ich wollte auch nochmal vielen Dank sagen. Ne? Ja, gerne, gerne. Und auch dann, was du vorhin gesagt hast, war richtig, ich finde, es war deep. Mhm. Wenn man auch das englische Wort dann lieber nutzt. Das ist ein brutales Potenzial, mein Freund. Danke dir. Ja. Kommt gut, ne? Passt auf euch auf. Ja, danke. Mach's gut. Vielen Dank. Ja. Starke Persönlichkeit. Danke dir.
Macht's gut. Deine Yeezys, Bro. Die leuchten, ja. Die Botschaften von Reichtum und einfach verdientem Geld, sie verfangen. Auch bei diesem 17-jährigen Lageristen. Seid ihr schon bei IML? Krank. Einfach, es ist schon ein Traumleben, muss man zugeben. Wie wahrscheinlich hättest du das, dass du auch mal so ein Leben führst? Sehr wahrscheinlich. Ja? Ja. Wird vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre dauern, aber es ist möglich. Also wirklich die Videos anschauen, die Academy anschauen, Notizen machen und darauf fokussiert sein, dann könnte es einfach sein. Wie wenn es ein Hobby wäre. Das sehen allerdings nicht alle so. Wolf Brandes ist Finanzmarktexperte und hat sich für die Verbraucherzentrale iMarkets Live genauer angeschaut. Herr Brandes, dann sagen Sie mir doch mal bitte, was für Beschwerden haben Sie bekommen bei der Verbraucherzentrale zum Thema iMarkets Live? Also die Verbraucherzentrale sammelt Beschwerden über Trading-Angebote, unseriöse Trading-Angebote. Bei iMarkets Live haben wir auch zahlreiche Beschwerden bekommen. Und die Verbraucher äußern eben den Verdacht, dass es sich hierbei um ein Schneeballsystem handeln könnte. Sie sollen ja eine Eintrittsgebühr zahlen und diese wird ihnen erlassen, wenn sie weitere Mitglieder werben. Und sie verdienen dann, wenn sie noch weitere Mitglieder werben, ein sogenanntes passives Einkommen. Und das ist schon ein Hinweis auf ein Schneeballsystem. Illegale Schneeball- oder Pyramidensysteme sind betrügerische Maschen mit überteuerten oder nicht existenten Produkten. Nur wenn stetig neue Kunden und dadurch neues Geld dazukommen, bleiben sie bestehen. Wenn das irgendwann nicht mehr klappt, fallen diese Systeme in sich zusammen. Bislang gibt es aber nicht mehr als den Verdacht von einigen Kunden, dass es sich bei iMarkets Live um so ein illegales Schneeballsystem handeln könnte. Jetzt soll man ja bei iMarkets Live lernen, wie man tradet, also wie man zum Beispiel Geld mit Währungsspekulation verdient. Aus Ihrer Perspektive, wie riskant ist das Ganze? Also es gibt im Netz ja wahnsinnig viele Angebote, letztlich muss man sagen, von unseriösen Trading-Plattformen. Und da gehört in gewisser Weise iMarkets Live auch dazu, weil es geht eben auch um das Trading. Dort wird ja versprochen, dass man in kurzer Zeit lernen kann, wie ein Profi an den Märkten zu handeln. Das muss man arg bezweifeln, weil ob der Dollar gegenüber dem Euro fällt oder steigt, das ist auch für Profis kaum vorherzusehen. Dass man da als kleiner Privatanleger, als Verbraucher Gewinne macht auf Dauer, das ist zu bezweifeln. Insofern sollte man besser die Finger davon lassen. Für Richard sind diese Vorwürfe nicht neu. Er gibt sich betont gelassen. Wie kommen Leute dazu zu schreiben, dass es ein Schneeballsystem ist? Überleg mal, wie viele Menschen es gibt, die in einem Job arbeiten, unglücklich sind, zum Beispiel Leute von mir oder aus meiner Organisation sehen und sich dann denken so, ja, das ist ja alles illegal, das kann ja nicht funktionieren, das Vorstellungsvermögen ist einfach nicht da. Aber nur weil andere Leute sich nicht vorstellen können, dass es möglich ist und dass es legal ist, heißt es ja nicht, dass es dann auch illegal ist, sondern die haben einfach zu wenig Informationen, die haben kein Wissen, urteilen vorschnell. Sind das die Menschen, die ich in meinem Unternehmen haben möchte? Sind das die Menschen, die ich um mich herum haben möchte, die keine Ahnung haben von dem, was sie reden, weil es offensichtlich falsch ist, aber im Internet dann die Zeit haben, irgendeinen Bullshit zu schreiben? Also ganz ehrlich, ich habe für jeden Menschen Respekt und Liebe, aber wirklich ernst nehmen kann ich das nicht. IML ist nicht die erste Network-Marketing-Firma, für die Richard Vertrieb gemacht hat. Los geht es damit bei ihm vor 5 Jahren in seiner Heimat Sachsen-Anhalt. In seinem 140.000 Euro Auto zeigt Richard uns das Dorf, aus dem er kommt. Genau, und hier ist die erste Mobil, die ich damals geholt habe. Mit meinem Opa. Die haben wir hier gekauft und dann das komplette Grundstück saniert und renoviert und dann vermietet. Aus der ostdeutschen Provinz in die weite Welt. Zu Schulzeiten sieht es bei Richard danach nicht aus. In der 11. Klasse schmeißt er das Gymnasium. In Magdeburg fängt er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann an. Aber auch darauf hat er irgendwann keinen Bock mehr. Wenn man sich dann so mit 18 in einen Anzug, der dir nicht wirklich passt, für 50 Euro oder so reinquetscht, dann einen Zettel hat mit Adressen von ehemaligen Bestandskunden von der Signal Iduna, wo du dann quer durch Sachsen-Anhalt fährst und einfach bei Menschen klingelst oder klopfst und dich dann vorstellst als 18-Jähriger. Und das habe ich mit der Zeit gemerkt, dass es nicht das ist, was meine Mission ist. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um dir zu erzählen, wie wichtig eine Kfz-Versicherung ist. Schon während seiner Ausbildung steigt er ins Network-Marketing ein. Er verkauft Energy-Drinks. Seine Mutter Annette ist davon am Anfang wenig begeistert. Ja, und dann kam er an mit gesunden Energy Drink aus Amerika. Und es war für mich halt einfach Klinkenputzer.
Staubsaugerverkäufer, Tupperware. Also wie gesagt, ich war nicht dolle begeistert. Dachte auch lieber, ja, was Solideres. Mathematikprofessor. Ja, ich fand auch die Ausbildung Versicherungskaufmann und Finanzkaufmann, klar, hört sich das gut an. Aber was machst du da? Du gibst Menschen Dinge, die sie nicht brauchen. Den Energy Drink gibt es mittlerweile übrigens nicht mehr. Behörden in mehreren Ländern hatten der Firma hinter dem Drink vorgeworfen, ein illegales Pyramidensystem aufgebaut zu haben. Über andere Network-Marketing-Firmen kommt Richard 2017 schließlich zu iMarkets Live. Chairman 50, Richard Buettner. Dort, sagt er, ist er mittlerweile Europas Vertriebspartner Nummer 1. Überall auf der Welt preist er IML an und haut seine Weisheiten raus. There's nothing in this world that's impossible for you. And if you realize this, and if that's how you think, and if that's how you behave, the world is yours. Ich hab Augen. Auch seine Mutter ist häufig bei den Veranstaltungen mit dabei. Von ihr hat er viel gelernt, sagt Richard. Die gelernte Schriftenmalerin ist seit der Wende selbstständig. Richard wird von ihr alleine großgezogen. Seinen Vater kennt er nicht. Hier habe ich dich als Model missbraucht. Die ersten Deals damals geclosed. Annette ist stolz, was aus ihrem Sohn geworden ist. Ich erlebe es auch bei Events, wie die Leute auf mich drauf zukommen und so stolz sind, dass Richard da ist. Ich habe Pipi in den Augen, wenn er auf der Bühne ist. Ich liebe das halt auch, mich mit Menschen dort zu connecten, weil ganz viele fragen mich halt auch, wie ich das so gesehen habe, weil viele natürlich zu Hause, also das Network Marketing ist ja nicht so, wie sagen, hat nicht so einen guten Ruf. Ich verstehe gar nicht, warum, ja. Er hier sagt, er wisse warum. Daniel Hirschberg mischt mit eigenen Produkten im Business um Währungsspekulation mit. Ein gutes halbes Jahr war er wie Richard Vertriebspartner bei IML, aber dann bekommt er Skrupel. Die Grundidee von der Firma, jeden an die Börse zu bringen, ist komplett idiotisch. An der Börse sind 5% im Monat möglich, über einen langen Zeitraum, das ist zum Schaffen. Und da brauche ich mindestens 10.000 Euro brauche ich an Kapital, dass sich das rentiert mit 5%. Und nachdem da nur junge Leute dabei sind, unter 20 Jahre oft, die haben keine 10.000 Euro auf der Seite liegen, dass da ist da die großen Börsengurus sein. Ich kann mein Konto verdoppeln im Monat an der Börse, aber dann riskiere ich 100%. Also ich kann 100% machen, aber ich riskiere alles. Obwohl er damals gut verdient, ist für Daniel schließlich Schluss mit IML. Wenn die Produkte so sind, wie ich sie kenne, wenn sie die Produkte jetzt nicht in den letzten eineinhalb Jahren extrem verbessert haben, ist IML ein perfekt verstecktes Schneeballsystem. Also rechtlich sicher nicht antastbar, weil es einen Haufen Produkte gibt, aber Produkte, die halt das Geld nicht wert sind. Daniel sagt, dass die Trading-Tipps von IML meistens ein Griff ins Klo gewesen seien. Die angebotene Software gäbe es woanders viel günstiger. Und das Kernprodukt von IML, die Lernvideos, die bekomme man auf Broker-Plattformen sogar kostenlos. Ich habe das auch mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren können, wenn ich jetzt seit einem halben Jahr dabei bin und sehe, dass die Produkte nicht das Geld wert sind, die 200 Dollar, was man da zahlt hat im Monat, dann kann ich das kann weiterempfehlen. 500 Leute habe Daniel damals bei IML unter sich gehabt. Nur eine Handvoll hätten wirklich etwas verdient. Für viele sei es ein Minusgeschäft gewesen. In Berlin treffe ich Richard zu einem letzten Gespräch. Untergebracht ist er standesgemäß in einem der teuersten Hotels der Stadt. Er ist hier, weil er ein neues Business mit einem Freund an den Start bringen will. Neben IML macht Richard jetzt nämlich auch in Kristalle. Und auch da glaubt er, wie immer, ans ganz große Geschäft. Also jetzt so die nächsten 14 Monate werden wir schon 7-stellige Umsätze machen. Und dann langfristig definitiv 8-stellig, eventuell sogar 9-stellig. Aber das geht dann halt schon 100 bis 900 Millionen so. Das ist eine Hausnummer. Aber so alles darunter ist definitiv realistisch. Ich bin aber eigentlich nicht hergekommen, um mir Schmuck anzugucken, sondern um über die Dinge zu sprechen, die mir Daniel Hirschberg und der Finanzexperte Wolf Brandes über IML erzählt haben.
Wir haben mit dem Verbraucherschützer gesprochen und der meinte, so einfach ist das nicht, Geld zu verdienen mit Kryptowährungen und mit Spekulation auf Währungen. Der meinte, lass die Finger davon. Was sagst du dazu? Also ich bin grundsätzlich ein sehr großer Fan von Verbraucherschutz. Und ja, du musst halt wirklich auch dich damit auseinandersetzen. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, irgendwie sein gesamtes Erspartes irgendwo in ein Trading-Konto zu stecken oder in eine Kryptowährung zu setzen, nicht zu diversifizieren, die Märkte nicht zu beobachten und das Ganze wie Lotto zu behandeln. Das funktioniert nicht. Ja, aber, dass man am Finanzmarkt Geld verdienen kann, ist ja Fakt. Und ich sehe selber die Resultate meiner Organisation und wir legen halt absoluten Fokus auf Ausbildung und dass die Menschen wirklich profitabel ihr Business aufbauen. Jetzt gibt es auch einen Menschen, den kennst du, glaube ich, auch, der war bei IML, der redet sehr offen darüber, dass er sagt, das funktioniert nicht, Daniel Hirschböck, ich weiß nicht, ob der vom Namen her was sagt, und der sagt, die Produkte sind nicht gut bei IML. Okay, Daniel Hirschböck promotet eigentlich seine eigenen Produkte plus promotet Broker-Produkte. Da ist halt schon wichtig, auf wen man hört, weil wenn Menschen ein Eigeninteresse haben bei ihren Beschwerden, also weiß nicht, ob man jetzt ihm auch so eine Plattform geben sollte. Gut, aber wir haben ja nicht mit ihm, sondern eben auch Verbraucherschützer, der hat ja kein persönliches Interesse und er sagt, lass die Finger von IML. Ja, Verbraucherschützer sagen immer, man soll die Finger von allen lassen, was nicht irgendwie normal ist, aber ich finde es eher gefährlich, 50 Jahre für jemand anders zu arbeiten, ganz ehrlich. Ich habe es in der eigenen Familie gesehen. Ja. Ja, und das ist lebensgefährlich. Und dann sagt dieser Daniel auch noch, er hat nach einem halben Jahr bei IML aufgehört, weil er das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, diese Produkte an Leute weiterzuempfehlen. Wie ruhig kannst du schlafen mit dem, was du mit IML machst? Ich schlafe sehr gut, meine Familie schläft sehr gut und meine 5500 Partner und Kunden schlafen jeden Abend sehr gut. 6 Monate sind wir Richard um die Welt gefolgt. Wir haben versucht, ihm nahe zu kommen. Gelungen ist uns das nicht. Fast wirkt es, als schirme er sich ab in seiner Welt aus Insta-Likes, Luxushotels und Mindset-Auftritten. Richard ist ein junger Mann, der wahrgenommen werden möchte, etwas erreichen will, so wie viele in seinem Alter. Nur ist IML dafür wirklich das Richtige? Wir haben da so unsere Zweifel. Ja, vielen Dank fürs Gucken von Philips und meinem Film über Richard Büttner. Ich glaube, wir haben ihn fast ein halbes Jahr begleitet, war auf jeden Fall eine Reise. Ihr werdet sowieso kommentieren, was ihr von dem Leben haltet und von dem Lifestyle von Richard Büttner. Und wenn ihr jetzt noch Bock habt, mehr zu erfahren zum Thema Network Marketing, dann schaut euch gerne den Film von den Kollegen von Steuerung F an. Und wir kommen dann, wie immer, mit einem Q&A in ein paar Tagen.